In diesem Video zeige ich auf, wie der Versand von Kryptowährungen grundsätzlich funktioniert. Dieses Video richtet sich an Kryptoneulinge. Ich bin Müllers Josua und dieser Kanal richtet sich an alle, die mit und in der Blockchain Geld verdienen möchten. Warum will man denn überhaupt Kryptowährungen versenden? Das ist eine gute Frage. Es gibt im Wesentlichen vier Gründe, welche wir nun näher betrachten. Der erste Grund ist die Selbstverwaltung. Sobald du Bitcoin oder andere Kryptowährungen gekauft hast, liegen diese in der Regel auf einer zentralisierten Plattform. Wie man das genau tut, dazu habe ich ein Video produziert. Du findest den Link unten in der Videobeschreibung. Das Geld liegt nun auf dieser zentralisierten Plattform. Und selbstverständlich kannst du es auch dort liegen lassen. Die Gefahr ist nur, du bist nicht Besitzer des Schlüssels und somit hast du keinen direkten Zugriff auf deine Bitcoins. Du bist immer auf diese zentralisierte Plattform angewiesen. Jetzt gibt es nicht nur gute Menschen auf dieser Welt und es gibt auch Krypto-Plattformen, die gehören nicht zu den guten Menschen auf dieser Welt und so ist es möglich, dass die mit deinem Geld abhauen. Oder es kann auch sein, dass die Krypto-Plattform bankrott geht und auch so sind deine Kryptos weg. Viel besser ist es, wenn du deine Kryptowährungen auf deinem eigenen Wallet speicherst. Wenn du nicht genau weißt, wie Wallets verwaltet werden, auch dazu habe ich ein Video produziert. Du findest den Link unten in der Videobeschreibung. In der Zwischenzeit gibt es als Investor von Kryptowährungen auch die Möglichkeit, diese Kryptowährungen anzulegen, also Zinsen zu generieren. Da gibt es zentralisierte Plattformen wie zum Beispiel Nexo, Celsius, BlockFi, Swissborg, Nuri und so weiter. Damit das passieren kann, musst du natürlich in der Lage sein, deine Kryptowährungen sicher zu transferieren. Allenfalls möchtest du von dezentralisierten Finanzdienstleistungen profitieren. DeFi, die Engländer sagen DeFi. Da gibt es im Internet hunderte von Projekten, wo man sich engagieren kann und wo es die Möglichkeit gibt, passives Einkommen zu generieren. Diese dezentralisierten Plattformen, die funktionieren nur mit einem Wallet. Auch aus diesem Grund musst du in der Lage sein, zu wissen, wie man sicher sein Wallet verwaltet und füllt. Der letzte Grund zu wissen, wie das geht, der heißt Shopping und ist wohl der spannendste. Immer mehr Online-Shops bieten neu als Zahlungsmöglichkeit an, mit Kryptos zu bezahlen. Und auch dort musst du das Verständnis haben, wie das funktioniert. Bitrefill zum Beispiel ist eine Plattform, wo man Gutscheine kaufen kann. Auf Bitrefill gibt es zahlreiche Angebote auf der ganzen Welt. Kryptowährungen werden immer mit Hilfe einer Blockchain versendet. Nein, es gibt nicht nur eine Blockchain, ganz im Gegenteil, es gibt Hunderte, wenn nicht sogar Tausende. Wichtig zu wissen ist, Kryptowährungen können die Blockchain nicht einfach so ohne weiteres wechseln. Man muss also wissen, in welche Blockchain das Geld gesendet werden soll. Eine weitere Regel sagt, nicht jede Kryptowährung kann mit jeder Blockchain transportiert werden. Auf der Bitcoin-Blockchain zum Beispiel lassen sich nur Bitcoins transportieren. Hingegen auf der Ethereum-Blockchain lassen sich noch zahlreiche andere Münzen transportieren. Du kannst dein Geld nicht direkt in die Blockchain versenden. Dazu brauchst du ein Wallet. Ein Wallet ist ein Stück Software, welches in Form einer App auf deinem Handy installiert ist oder auf dem Computer in Form eines normalen Programms. Genau genommen liegt das Geld nicht im Wallet, genau genommen liegt es auf der Blockchain. Das Wallet ist nur in der Lage, die Blockchain abzufragen und dir deinen Saldo anzuzeigen. Bei der Erstellung des Wallets wird eine Kryptoadresse gebildet, das ist deine Blockchain-Adresse
Und die ist zu vergleichen so quasi wie deine Postadresse von deinem Zuhause. Diese kannst du kommunizieren, wenn du möchtest, dass dir Geld zugeschickt wird. Speziell zu beachten ist, dass nicht jedes Wallet in der Lage ist, mit jeder Blockchain zu kommunizieren. Wo man das genau nachschlägt und wie man das herausfindet, das lernen wir dann im zweiten Teil dieses Videos. Wer nicht genau weiß, wie man Wallets einrichtet, dem kann ich meinen Videokurs empfehlen. Der ist kostenlos und ist auf meiner Webseite erhältlich. Du findest den Link unten in der Videobeschreibung. Transaktionen in einer Blockchain sind nicht gratis, die müssen bezahlt werden. Die Gebühren, die entstehen, die nennt man auch Gas-Fee, so frei übersetzt Benzinkosten. Die unterschiedlichen Blockchains haben zum Teil auch sehr unterschiedliche Gebühren. Es gibt Blockchains, die sind ausgesprochen teuer, andere wiederum zeichnen sich durch sehr günstige Transaktionsgebühren aus. Die Blockchain bestimmt, in welcher Währung die Gas-Fee zu bezahlen ist. Es ist also nicht möglich, die Gas-Fee in Euro oder Dollar zu bezahlen, sondern in der Regel bestimmt, also die Blockchain bestimmt, in welcher Währung zu bezahlen ist. Als Beispiel werden Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain immer in Bitcoins bezahlt. Transaktionen auf Ethereum werden immer mit Ethereum bezahlt. Ja, es gibt Risiken. Transaktionen in der Blockchain können nicht rückgängig gemacht werden. Es gibt auch keinen Support, wo man dann anrufen kann und mitteilen kann, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Du bist also 100%ig selbst für deine Transaktionen verantwortlich. Ich sehe zwei Hauptgefahren. Den Versand an eine falsche Adresse und den Versand in eine falsche Blockchain. Im Gegensatz zu einer SEPA-Transaktion gibt es in der Blockchain keine Gültigkeitsprüfung im Vorfeld. Wenn du also deine Kryptowährungen an eine Adresse sendest, wo niemand wohnt, dann sind diese unwiderruflich verloren. Die zweite Gefahr ist, dass du die falsche Blockchain verwendest. Nicht jede Kryptowährung kann mit jeder Blockchain transportiert werden. Ein Beispiel: Wenn du zum Beispiel Bitcoin besitzt, welche in der Bitcoin-Blockchain gespeichert sind, und du möchtest diese in die Ethereum-Blockchain überweisen, so gehen diese auch verloren. Glücklicherweise merken das die modernen Wallets und werden dir eine Fehlermeldung ausgeben. Wir sind bereits am Ende des ersten Teils meiner kleinen Videoserie und ich hoffe, ich konnte dir die Grundlagen einigermaßen verständlich erklären. Im nächsten Teil des Videos zeige ich dann auf, wie man das Schritt für Schritt tut. Ich zeige dies anhand von konkreten Beispielen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Du konntest etwas lernen. Interesse ist ja bekanntlich der beste Lehrer. Für alle, die etwas Grundlageninformationen suchen und sich nicht durchs Internet wälzen möchten, habe ich ein kostenloses Videoseminar bereitgestellt. Du findest den Link unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinn wünsche ich dir noch viel Spaß beim Lernen.